See you on the other side. Freeze! Come on. Ich heiße Lance Batriel und bin wegen Vergewaltigung verurteilt. Abteilung A, raustreten! Ich bereue meine Verbrechen zutiefst, aber das spielt im Knast keine Rolle. Als Sexualverbrecher ist man freiwillig und wird geschlagen, getreten und angespuckt. Aber glauben Sie nicht, dass es die Misshandlungen waren, die mich zum Ausbruch veranlassten. Tief in meinem Innersten wusste ich nämlich, dass das Gefängnis der richtige Ort für mich ist. Es verhinderte, dass ich rückfällig wurde, während ich versuchte, ein besserer Mensch zu werden. Das Indiana State Prison ist eines der härtesten Gefängnisse in den USA. Dort sitzen über 2000 Häftlinge auf engstem Raum ein. Drei Viertel der Insassen sind Mörder. Es gibt unter ihnen eine Hierarchie, in der Sexualstraftäter ganz unten stehen und täglich um ihr Leben fürchten müssen. Es ist sehr gefährlich und bestimmt nicht angenehm. Als ich eines Tages aus dem Gefängnisladen kam, griff mich ein Kerl an und wollte mir was klauen. Ich musste mich wehren, um zu zeigen, dass ich kein Weichei bin. Ehe ich abhauen konnte, stach er zu. Ich brauchte Hilfe, bevor einer der Wärter das Blut entdeckte. Ich habe ein kleines Problem. So lernte ich Mark Boer kennen. Wer war das? Egal. Okay, setz dich. Mark war beeindruckt, dass ich nicht sagte, wer mich angegriffen hatte. Das fand er ehrenwert. Wir freundeten uns an und wurden schließlich Zellengenossen. In unserer Freizeit sahen wir am liebsten Filme über Gefängnisausbrüche im Fernsehen. Würdest du einen umlegen, um abzuhauen? Niemals, das könnte ich nicht. Das muss man schlauer machen. Ich brauchte bloß einen Helfer. Ich betrachtete einen Ausbruch immer nur als Risiko. Ich und Mark bekamen einen Job in der Handwerkerkolonne. Lance, das hier ist Charlie. Hallo, Charlie. Hallo, Bruder. Bald wurde ich von den Jungs akzeptiert. An Flucht dachte ich nicht. Eines Tages bekam ich einen Brief von meiner Mutter. Vater war ernsthaft erkrankt. Es war fraglich, ob er überleben würde. Ich wollte ihn unbedingt besuchen, um Vergebung bitten und geloben, künftig der Sohn zu sein, der ich schon seit Jahren hätte sein sollen. Ich bin stolz auf dich, mein Sohn. Das Indiana State Prison ist ein Hochsicherheitsgefängnis. Hafturlaub gibt es nicht. Man bleibt bis zum Ende seiner Strafzeit eingesperrt. Wenn ich meinen Vater sehen wollte, bevor er starb, musste ich abhauen.
In jener Nacht erzählte ich Mark, dass ich tatsächlich zum Ausbruch bereit sei. Hör zu. Ich hau ab. Ich breche aus. Machst du mit? Ja, ich bin dabei. In unserem Job hatten wir Zugang zu Werkzeug. Und wir konnten uns im Gefängnis relativ frei bewegen. Wir genossen Vertrauen. Trotzdem waren unsere Ausbruchchancen gering. Aus dem Indiana State Prison zu fliehen, ist fast unmöglich. Überall gibt es Kameras und ständig patrouillieren Wärter mit Hunden. Die Mauer ist fast 10 Meter hoch, mit Bandstacheldraht obendrauf. Entlang der Mauer stehen 10 Wachtürme. Schießt man, wenn ein Häftling über die Mauer klettert? Natürlich schießt man. Über die Mauer zu entkommen, war ausgeschlossen. Wir mussten irgendwie drunter durch. Seit Jahren führten wir auch Reparaturen in den Tunneln unter dem Gefängnis durch. Natürlich immer unter Bewachung. Wir wurden Tunnelratten genannt, weil wir die unterirdischen Gänge unter dem Gefängnis überwachten. Das Tunnelsystem ist riesig. Es erstreckt sich über viele Kilometer und ist weit verzweigt. Wir wussten, dass einer der Tunnel mit einem Regenwasserkanal verbunden war, der aus dem Gefängnisbereich bis zur 10. Straße in der Stadt führte. Woher wir das wussten? In den 80er Jahren gab es Schlagzeilen, als es einigen Jungs geglückt war, in diesen Kanal zu gelangen und zu flüchten. Gut, Männer, Feierabend, wir gehen. Unsere Hoffnung war es, genauso machen zu können. Allerdings war die Bewachung verschärft worden. Es gab viele Gitter und Absperrungen. Wir hielten eine erneute Flucht für unmöglich. Wir mussten einen Weg finden, diese Sperren unbemerkt zu überwinden. Meine Idee war, es nachts zu versuchen. Wenn Häftlinge nachts ins Tunnelsystem gelangten, hatten sie dort freie Hand, weil dann keine Wärter da waren. Das Problem war, dass wir nachts im Zellentrakt eingesperrt waren. Ich musste also irgendwie von dort in den Tunnel kommen. Mir fiel der Wartungskorridor zwischen unseren Zellen ein, den wir Mittelweg nannten. Ich hatte oft Reparaturen im Mittelweg gemacht und wusste daher, dass man von dort in den Keller gelangen konnte, der auf derselben Ebene wie das Tunnelsystem lag. Daraufhin entwickelte ich einen Plan. Mark, komm mal her. Ausgangspunkt war unser Zellentrakt I. Wir gehen durch den Mittelweg in den Keller unseres Zellentraktes. Von da graben wir einen Gang in den Heizungstunnel unter Zellentrakt D. Unser Gang vom I in den D-Trakt ermöglichte uns den Zugang zum gesamten Tunnelsystem. Aber auch danach lag noch viel Arbeit vor uns. Wir müssen die Sperrgitter unter dem A-Trakt durchtrennen, zwei Gitter beim F-Trakt überwinden und den Sicherungskäfig vor dem Regenwasserkanal. Wir steigen in einem Gully in der 10. Straße aus. Klappt das alles? Wir versuchen es. Plötzlich war Flucht nicht nur ein Gedankenspiel, sondern real. Durch fast 800 Meter durch einen 60 Zentimeter breiten Regenwasserkanal zu kriechen, würde die Hölle sein. Blieb man stecken, würde man wie eine Ratte ersaufen. Aus dem I-Trakt in den Tunnel zu kommen, würde nicht leicht sein. Mark und ich mussten uns Zugang zum Mittelweg, dem Wartungskorridor, verschaffen.
Von dort kämen wir in den Keller und könnten uns zum Tunnel durchgraben. Aber die Tür zum Mittelgang konnte nur ein Wärter aufschließen. Wir mussten irgendwie an einen Schlüssel kommen. Ich mischte Klebstoff aus der Werkstatt und Körperpuder aus dem Laden zu Knetmasse zusammen. Der Erfolg unseres Plans hing von zwei gewöhnlichen Alltagsartikeln ab. Als uns die Wärter das nächste Mal in den Mittelgang brachten, versteckte Mark Werkzeug. Dann rief er den Vorarbeiter. Hey Boss, gucken Sie sich das mal an. Der Mittelweg war sehr eng. Ich wusste, dass er seinen Werkzeuggürtel ablegen musste, bevor er hinüberging. Den Moment seiner Abwesenheit nutzte ich, um in der Knetmasse einen Abdruck des Schlüssels zu machen. Mit Wachs fertigte ich ein Modell an, das ich auf ein Metallstück aus der Werkstatt übertrug. Daraus fertigte ich den Schlüssel an. Eine riskante Arbeit, die 2 Tage dauerte. Unser Schlüssel zur Freiheit. Dann mussten wir ihn ausprobieren. Lass uns spazieren gehen. Das Problem war das Büro des Wärters. Von dort aus konnte er die Mittelwegtür einsehen. Los, wir mussten ihn ablenken. Hallo Boss, wie geht's? Dafür hatte Mark Charlie angeheuert. Wie fanden Sie das Spiel gestern Abend? Charlie Smith konnte aus jedem Thema eine lustige Geschichte machen. In dieser Hinsicht war er ein Naturtalent. Wissen Sie, ich erinnere mich noch... Alles lief nach Plan. Nur der Schlüssel machte nicht mit. Er schien nicht zu passen. Ich sah den Wärter aus dem Büro kommen. Jede Sekunde konnte er mich entdecken. Plötzlich war der Schlüssel drin und die Tür ließ sich öffnen. Charlie, was machst du? Los, komm! Wir sehen uns später, Boss. Jetzt konnten wir mit dem Schlüssel in den Keller gelangen. Doch dort wartete ein größeres Hindernis auf uns. Um uns zum Heizungstunnel durchzugraben, mussten wir zuerst die massive Kellerwand durchbrechen. In der Werkstatt hatten wir uns einen Vorschlaghammer gebaut. Ich hatte Angst, dass man meine Hammerschläge hören und Alarm auslösen könnte. Doch niemand schien etwas zu bemerken. Wir hatten Glück. Das Erdreich war sandig und weich. Doch vor uns lag viel Arbeit. Die Sache lief so ab. Beim 19-Uhr-Appell waren alle da. Danach schlüpften Mark oder ich in den Mittelweg. Hey, Boss. Natürlich mit Charlies Hilfe. Hey, Boss. Ich hörte, Ihre Mutter macht unglaublich tolle Apfelkuchen. Stimmt das? Beim 21-Uhr-Appell wurden wir in unseren Zellen für die Nacht eingeschlossen. Wenn Mark Schicht hatte, legte ich eine Attrappe ins Bett. Und versuchte mich ganz normal zu geben. Journey Count
Während des Appells muss man sich davon überzeugen, dass der Häftling in seiner Zelle ist. Doch man wird leicht etwas nachlässig, weil man jeden Tag dieselben Häftlinge in denselben Zellen sieht. Lasagne oder Spaghetti? Wer mit Graben dran war, kam gegen 4 Uhr hoch, wenn die Zellen wieder geöffnet waren. Warum gibt's das nicht in der Kantine? Spätestens zum Zählappell um 5 Uhr musste man zurück sein. Nach einer Woche erreichten wir die Wand des Heizungstunnels. Hinter dieser Mauer lag der Weg zum Regenwasserkanal. In der nächsten Nacht wollte Mark den Durchbruch schaffen. Es war toll. Bald war Phase 1 unseres Ausbruchs abgeschlossen. Alarmeinschluss! Alle in die Zellen! Er war gerade 20 Minuten weg, als das geschah, wovor ich immer die größte Angst gehabt hatte. Ich bekam fast einen Herzinfarkt. Wir mussten für einen Notfallzählappell aus unseren Betten. Die Attrappe nützte jetzt nichts. Ich dachte, sie hätten Mark unten hämmern gehört. Und jetzt wäre alles aus. Mir fiel nur eines ein, was ich jetzt tun konnte. Ich spannte ein Tuch auf, wie wir es immer machten, wenn einer auf dem Klo saß. Seine Intimsphäre. Ich gab vor, dass Mark sein Geschäft verrichtete. Viele Häftlinge spannten ein Laken auf, wenn sie auf die Toilette gingen. Das ist menschlich. Es war gegen die Bestimmungen, aber es gibt eine Grauzone. Denn man will sie ja auch nicht unbedingt auf der Toilette sitzen sehen. Ich konnte es nicht glauben, dass die Wärter es durchgehen ließen. Das Ganze war wohl auch nur eine Übung. In dieser Nacht schaffte Mark den Durchbruch in den Heizungstunnel. Wir kamen voran. Jetzt brauchten wir etwas, um in der nächsten Phase unserer Flucht die Sicherheitsgitter zu durchtrennen. Ich hatte eine Idee. Einen Elektromotor aus einem kaputten Speisewärmer ausbauen, eine Trennscheibe auf die Welle montieren und siehe da, es funktionierte gut. In den nächsten Nächten durchtrennten wir die Gitter. Ich guckte ungläubig, als das große alte Gittertor aufging. Doch beim Sicherheitskäfig vor dem Regenwasserkanal erwartete uns eine Überraschung. Wir dachten, er bestünde aus weichem Metall, aber er war aus gehärtetem Stahl. Unser selbstgemachter Trennschleifer war da nutzlos. Das war ein Schlag in die Magengrube. Wir mussten irgendwie versuchen, durch den Käfig zu kommen, bevor die Tunnelratten uns auf die Schliche kamen. Wir brauchten ein Hochleistungswerkzeug, eine elektrische Säbelsäge. Sägen bekamen wir nur für spezielle Aufgaben. Sie wurden von einem Vorarbeiter ausgegeben und überwacht. Was? Kriege ich eine Säbelsäge, um die Lampen zu reparieren? Ich gab vor, die Säge für Arbeiten im Zellentrakt A zu brauchen. Tatsächlich wollte ich sie in den Tunnel schmuggeln. Überwachung ist unglaublich wichtig.
Gibt man einem Häftling das richtige Werkzeug, bricht er damit aus. Egal, wie gut gesichert das Gefängnis ist. Ich versteckte die Säge zwischen Ersatzteilen, bevor wir zur Arbeit nach unten gingen. Ich war sehr nervös, weil wir noch durch eine Kontrolle mussten. Fanden die Wärter die Säge, würden sie Fragen stellen. Dann würde der Vorarbeiter sie entdecken und wir bekämen richtig Ärger. Der Schweiß rann mir den Nacken hinunter. Einen Augenblick lang dachte ich, er wäre fertig. Dann tastete er den Ersatzteilsack ab. Als er ihn hochnahm, dachte ich, jetzt ist es aus. Hey, John. Da kam Charlie zu Hilfe. Das war vielleicht was mit dem dritten Touchdown. Ein unglaubliches Spiel, oder? Wie er den hingekriegt hat. Das war doch schön. Sie fragten nichts. Ich konnte aufatmen. Als wir zum Tunnel kamen, meldete ich mich von der Gruppe ab. Kann ich diese Ventilatorteile in den D-Trakt bringen? Okay. Ich wartete, bis sie weg waren. Dann ging ich los. Ich musste mich beeilen, denn ich musste vor dem 14-Uhr-Appell zurück sein. Meine Anwesenheit im Tunnel wäre dabei nicht zu erklären gewesen. Am Regenwasserkanal dachte ich, wir haben es fast geschafft. Ich musste schnell arbeiten. Je länger es dauerte, desto größer war die Gefahr, dass eine Tunnelratte auftauchte. Doch der Stahl war so hart, dass ich für eine Stange 30 Minuten brauchte. Ich geriet in Panik. Es dauerte endlos und machte einen Höllenlärm. Aber ich musste es riskieren. Ein zweites Mal hätte ich keine Säge schmuggeln können. Es dauerte 3 Stunden. Dann hatte ich es geschafft. Wir hatten so viel durchgesägt, dass die Wärter es über kurz oder lang entdecken mussten. Wir hatten alle Tunnel mindestens einmal in der Woche zu kontrollieren und dabei auf Lecks in den Heizungs- und Wasserrohren und auf mögliche Fluchtversuche zu achten. Die Uhr lief. Zeit für den Ausbruch. Wir schätzten, dass der Weg durch den Regenwasserkanal 6 Stunden dauern würde. Aber wir wussten nicht, was uns unten erwartete. Wenn es Verzögerungen gab, konnten unmöglich alle 3 in ihren Zellen fehlen. Kopf vor der Zahl. Einer musste vorausgehen. Mark und ich warfen eine Münze. Zahl. Kopf. Willst du als Erster gehen? Oh ja, sicher. Wir verabredeten, dass Mark bei einem Freund in unserem Zellentrakt auf dessen eingeschmuggeltem Handy anrufen sollte, wenn er draußen war. Charlie und ich würden dann am nächsten Tag flüchten und Mark in einem Casino in Michigan City treffen. Blue Chip Casino. Er würde mit dem Auto eines Komplizen dort warten. Wärter. Alles klar, Jungs? Alles klar, Boss. Hey,
Hallo, Boss. Wie geht's? Mark war für die Flucht nach dem 12-Uhr-Appell bereit. Was ist besser, Starsky & Hutch oder Kojak? Vielleicht waren es die Nerven, aber er wirkte etwas zu abgeklärt. Ich zähle auf dich. Wir sehen uns draußen. In der Nacht legte ich wie üblich eine Attrappe ins Bett. Ich dachte, irgendetwas haben wir bestimmt nicht bedacht. Was ist, wenn Mark im Kanal stecken bleibt? Werde ich wirklich rauskommen und meinen Vater wiedersehen? Den ganzen Samstag über rief Mark nicht an. Ich wurde sehr nervös. Abends kam Charles mit Neuigkeiten. Er hat angerufen, er ist draußen. Vor 5 Minuten hat er unseren Kumpel oben angerufen. Du kommst nach Hause, Bruder. Wir schaffen es. Kurz nach 5 Uhr schlichen wir in den Tunnel. Der nächste Appell war um 10 Uhr. Wir hatten weniger als 5 Stunden, um so weit wie möglich vom Gefängnis wegzukommen. Hier lang, komm. Es war ein tolles Gefühl, durch die von uns aufgesägten Sicherheitsgitter zu schlüpfen. Wir krochen in den Regenwasserkanal. Er war eng, klaustrophobisch. Nur 60 cm Durchmesser. Wir mussten vorwärts robben. Jetzt bloß keine Panik. Unter einem Gullideckel, noch innerhalb des Gefängnisgeländes, bekam Charlie Probleme. Er war ziemlich korpulent. Ich war mir nicht sicher, ob er den nächsten Teil des Weges schaffen würde. Wir bemerkten, dass der Kanal vor uns nach unten abknickte, wie ein Geruchsverschluss in einem Abfluss. Bist du okay? Ja, weiter! Es war eine Gassperre, etwa 3,5 Meter lang und mit Wasser gefüllt. Wir mussten sie durchschwimmen. War man erst mal drin, gab es keinen Weg zurück. Entweder man kam durch oder man war tot. Plötzlich war ich durch. Ich konnte es nicht fassen. Ich wartete nicht auf Charlie. Ich musste weiter, denn die Zeit wurde knapp.
Insgesamt dauerte es 3 Stunden, bis ich das Regenwassersiel unter der 10. Straße erreichte. Es war 6 Meter hoch. Nach meinem Gefühl hätte ein Lastwagen da drin Platz gehabt. Komm raus, Junge. Hier ist der Ausgang. Los! Auf diesen Moment hatte ich monatelang gewartet, gehofft und dafür gebetet. Oh Mann, ist das schön. Komm, wir gehen. Schaffst du's? Plötzlich Licht. Eine Welt, die ich seit über 10 Jahren nicht gesehen hatte. Die Luft ist rein. Komm, wir gehen. Wir mussten schnell zum Casino, wo Mark uns abholen wollte. Es ist 7:45, wir müssen los. Wir gingen ins Blue Chip Casino. Von Mark keine Spur. Hat Mark Buhr eine Nachricht hinterlassen? Nein, keine Nachricht von Mark Buhr. Nicht? Ich frag später nochmal. Ich versuchte ruhig zu bleiben, konnte aber nicht fassen, was hier abging. Er ist nicht da, Mann. Ich habe ein ganz blödes Gefühl. Wir können nicht länger bleiben. Wir gehen. Let's go. Ich war geschockt. Ich fragte mich, wie das passieren konnte. Wie konnten sie aus dem Gefängnis entkommen? Von ihrer Seite war das genial. Greg Allen. Als ich im Gefängnis ankam, herrschte dort hektisches Treiben. Bei einer Verfolgung sind die ersten 12 bis 24 Stunden entscheidend. Danach weiß man nicht, ob sie in einem Auto, einem Zug oder einem Flugzeug sitzen. Sie können überall sein. Man sagt sich, mein Gott, da sind 2 Mörder und ein Vergewaltiger auf der Flucht. Da darf nichts passieren. Lance Betriel ist ein Sexualstraftäter, der außerhalb der Gefängnismauern vielleicht gerade neue Verbrechen begeht. Ihr wisst, wie es läuft, Jungs. Freunde und Familien herausfinden. Wir jagten sie mit allen verfügbaren Leuten. Zwischen 50 und 75 Polizisten versuchten, die Flüchtigen zu fassen. Die 3 Häftlinge saßen seit Ende der 90er Jahre im Indiana State Prison und hatten noch mindestens 30 Jahre Haft vor sich. Es ist unklar, wie sie in die Tunnel unter dem Gefängnis gelangen und flüchten konnten. Nach einer Nacht im Waldversteck waren wir erschöpft. Ich dachte über Mark nach. Hatte er uns belogen? Zahl. Kopf. Nach und nach dämmerte es mir. Willst du als Erster gehen? Oh ja, sicher.
Der Kerl, den ich für meinen Freund hielt, benutzte mich und Charlie für seine Flucht. Wir sehen uns draußen. Dann ließ er uns im Casino im Stich. Je mehr ich darüber nachdachte, desto deutlicher wurde mir sein Verrat. Hey. Komm. Wir müssen gehen. Nach einer halben Stunde kamen wir in eine Wohngegend. Wir tun so, als wären wir Jogger. Es ist riskant, aber wir müssen es versuchen. Hier lang. Und los. Ein Auto parkte am Straßenrand. Etwas an dem Mann darin beunruhigte mich. Ich glaube, das ist ein Cop. Ich drehte mich nicht um, aber ich wusste, dass der Bursche uns folgte. Ich spürte seinen Blick im Rücken. Links hoch. Wir liefen um eine Ecke, in eine Sackgasse. Plötzlich bremste er mit quietschenden Reifen. Halt, Polizei! Halt, oder ich schieße! Ich lief weiter. Nur ein Schuss aus einer Waffe konnte mich stoppen. Runter! Als ich mich umdrehte, wurde Charlie gerade gefesselt. Ich schätzte, dass es hier in 20 Minuten vor Bullen wimmeln würde. Ich lief durch seichte Uferwasser des Sees, um die Spürhunde abzuhängen. Dann erreichte ich ein kleines Wäldchen und fand ein Versteck. Auf einmal hörte ich Stimmen. Sie suchten mich. Sie kamen immer näher. Plötzlich sah ich Stiefel vor mir. Der Cop war so nahe. Er musste nur nach unten gucken und alles wäre vorbei. Ich hielt den Atem an. Nur meine Augen waren in Bewegung. Nach einer gefühlten Ewigkeit drehte er sich um und ging. Das Herz schlug mir bis zum Hals. Ich bitte alle, die ihn, eine ähnliche Person oder Verdächtiges sehen, sofort die Polizei zu rufen. Wir glauben, dass er noch hier ist. Mein einziger Wunsch war, meinen Vater zu sehen. Ich schlug den Weg nach Hause ein. Ich hatte nur ein paar Dollar, aber ich wusste, ich würde es irgendwie schaffen. In meine Heimatstadt zu kommen, war ein eigenartiges Gefühl. Ich war 13 Jahre im Gefängnis. Alles kam mir so fremd vor. Ich dachte, alle und alles würden mich beobachten. Aber ich dachte auch, Mann, ich habe es geschafft. Bald sehe ich Daddy. Was dann passiert, ist mir egal. Ich hatte Durst. Deshalb ging ich in einen Laden, den ich von früher her kannte.
Sekunden später, ich konnte es nicht glauben, sah ich meinen Vater. In den 13 Jahren hatte ich sein Aussehen nicht vergessen. Es haute mich glatt um. Ich ging zu ihm und sagte, hey, lange nicht gesehen. Er sah mich lange an. Dann begriff er. Lance! Er war glücklich. Geht's dir gut? Mir geht's gut. Ich muss dir jemanden zeigen. Ich suchte irgendetwas, als Patrick mich rief. Jerry, sieh mal, wer hier ist. Ich drehte mich um und sah den Burschen neben ihm. Ich erkannte ihn nicht, bis er näher kam. Lance. Ich umarmte ihn und hielt ihn fest. Ich hätte ihn am liebsten in die Tasche gesteckt und da behalten. Ich hatte Angst, dass jemand Lance erkennen würde. Ich fühlte mich wie im Himmel. Mein Sohn, mein verlorener Sohn, war wieder zu Hause. Was war los, Dad? Ach, das wird schon wieder. Ich war ruhig und er sagte, Dad, ich will dir sagen, dass es mir leid tut, dass ich dir und Mama so viel Kummer gemacht habe. Und weiter, du bist der einzige Vater, den ich habe und ich liebe dich sehr. Ich sagte zu ihm, ich glaube, du solltest dich stellen. Vielleicht hast du recht. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Meine innere Stimme sagte mir, ich sollte jetzt gehen. Zu Hause suchen sie einen zuerst. Um 23.40 Uhr erhielt ich einen Anruf, dass Lance Betriel im Haus seiner Mutter in Rockport, Indiana sei. Warum blieb ich? Vielleicht war mir klar, dass ich ins Gefängnis gehörte. Er geht an die Seite. Mrs. Lynch, ist er da? Ich erklärte ihr, dass ich das Haus durchsuchen müsste. Er schläft da oben. Ich hatte Angst, dass ihn jemand erschießen würde. Wenn ihnen gesagt wird, dass sie ihr eigenes Kind ausliefern sollen und es nie wiedersehen werden, wie würden sie sich fühlen? Es war die Hölle. Ich glaubte, ihn nie wiederzusehen. Am nächsten Tag kriegten wir den Tipp, dass Mark Boer in einem Hotel im Norden von Indianapolis war. Keine Bewegung! Hände hinter den Kopf! Er schien sehr überrascht, als die Tür aus den Angeln flog. Aufstehen! Sofort aufstehen! Er sagte die ganze Zeit kein einziges Wort. Ich war froh und erleichtert. Solche Fahndungen können manchmal Wochen und Monate dauern. Bei dieser saßen alle drei nach 11 oder 12 Tagen wieder hinter Schloss und Riegel. Ich bin jetzt 23 Stunden am Tag in meiner Zelle eingeschlossen. Aber die Flucht war es wert. Ich konnte meinen Vater sehen und ihm die Dinge sagen, die mir alles in der Welt bedeuteten. Er starb 2 Monate später.
dir bequem. Hier wirst du sterben. Was ist mit dem Fenster? Dann sind wir frei. Woodard, aufstehen! Keine Bewegung. Geh zur Seite. Hände hoch! Ich heiße Roy Harper und wurde wegen bewaffneten Raubes verurteilt. Da ich Wiederholungstäter war, bekam ich 88 Jahre. Ohne Begnadigungsmöglichkeit. Weil ich nichts zu verlieren hatte, stand Flucht bei mir immer ganz oben an. Ich bin einmal aus dem Staatsgefängnis von Mississippi ausgebrochen und mehrmals bei Fluchtversuchen geschnappt worden. Deshalb haben sie mich in ein Supermax-Gefängnis, also eins mit maximaler Sicherheit, verlegt. Ein Höllenloch, genannt Abteilung 32. Roy war der aufsässigste, gerissenste und verschlagenste Häftling, mit dem ich es je zu tun hatte. Arme hoch, Mund auf. Weiter, bücken. Er war aus jedem Gefängnis ausgebrochen, in dem er eingesessen hatte. Abteilung 32 war der ideale Ort für ihn. Es gibt Straftäter, deren Verbrechen so schwer sind und deren Verhalten so gewalttätig ist, dass man solche Hochsicherheitsgefängnisse für sie bauen musste. Abteilung 32 war etwas Besonderes wegen ihrer hohen Sicherheitsstufe. Auf den Zäunen lag rasiermesserscharfer Bandstacheldraht. Es gab bewaffnete Wachtürme und eine mobile Außenstreife. Die meisten Häftlinge waren 23 Stunden am Tag eingeschlossen. In jedem Gebäude gab es einen Wachraum, der einen Rundumblick in alle Zellentrakte ermöglichte. Das Zeug hier ablegen und umdrehen. Nach hinten. Mach's dir bequem, hier wirst du sterben. Ich wollte mich nicht damit abfinden, denn ich erkannte schnell, dass die Flucht aus Abteilung 32 überlebenswichtig war. Von früh bis spät saß ich zwischen den unberechenbarsten und durchgeknalltesten Typen. Immer wenn ich zur Arbeit kam, dachte ich, das könnte mein letzter Tag sein. Es gab Brände und Überschwemmungen, Häftlinge, die Wärter mit Scheiße bewarfen, Messerstechereien. Wegen all der Häftlinge mit mentalen Problemen und der Kämpfe zwischen Gangs herrschte das reine Chaos. Es war Folter. Ich kam nie zur Ruhe und zum Schlafen. Ich musste einen Fluchtweg finden. Oder Abteilung 32 würde mich umbringen. Aber ich sah keinen Weg nach draußen. Irgendwie musste ich meine Verzweiflung bekämpfen. Deshalb machte ich täglich 3 oder 4 Stunden Krafttraining.
Wie eine Droge erweiterte es meinen Geist und ließ mich klar denken. Ist man tagtäglich fast ständig eingesperrt, ist der erste Schritt einer Flucht aus der Zelle herauszukommen. Es gab nur eine Möglichkeit. Durchs Fenster. Vorm Fenster waren Sichtblenden. In jeder steckte eine Stange aus gehärtetem Stahl. Die durchzusägen war unmöglich. Aber der Rahmen, in dem die Stangen saßen, schien aus weicherem Metall zu bestehen. Alles wurde von einem Hartmetallgitter abgedeckt, das ich entfernen musste, bevor ich irgendetwas anderes tun konnte. Die Chance, durchs Fenster zu entkommen, war klein. Aber ich wollte es versuchen. Ein Freund in einem anderen Teil der Abteilung hatte einen Schraubenzieheraufsatz, mit dem man die Schrauben des Gitters lösen konnte. Er ließ ihn mir durch einen Dritten zukommen. Um ihn benutzen zu können, brauchte ich einen Griff. Aber unter den allgegenwärtigen Augen der Wärter konnte ich mir keinen anfertigen. Irgendwie musste ich die Sicht der Wärter blockieren. Eines Tages hatte ich eine Idee. Manche Häftlinge hängen ein Laken vor die Gitter zum Gang, wenn dort während der Duschstunden viel Betrieb ist. Das versuchte ich auch. Und war gespannt, ob die Wärter es tolerieren würden. Es war verboten. Alles, was den freien Blick der Wärter in eine Zelle behindert, ist durch die geltenden Vorschriften verboten. Die Dusche war meist von 8 bis 16 Uhr geöffnet. Während dieser Zeit hing mein Laken 2 Wochen lang durchgehend am Gitter. Niemand sagte etwas. Ich hatte einen Weg gefunden, unbeobachtet am Fenster zu arbeiten und sah jetzt eine Chance, aus dieser Hölle zu entkommen. Von der Lampenbefestigung baute ich 2 Winkeleisen aus weichem Metall ab. Mit der Klinge eines Bleistiftanspitzers bohrte ich Löcher in beide Teile und fertigte daraus einen Schraubendreher für das Fenstergitter. Nun brauchte ich Sägeblätter, um das Fenster aufzusägen. Um die zu kriegen, musste ich einen Wärter finden, der es mit den Vorschriften nicht so genau nahm oder sie gänzlich missachtete. Nach einigem Auskundschaften fand ich so einen Burschen. Schmuggelware kommt in großer Zahl und auf verschiedenen Wegen hinein, auch durch Wärter und andere Angestellte. Weil der Job schlecht bezahlt ist, sind die Leute, die man dafür kriegt, oft für Bestechung anfällig. Ich kontaktierte den Mann und er wollte einige Sägeblätter für $40 pro Stück einschmuggeln. Endlich hatte ich alles, was ich für das Fenster brauchte. Willkommen im Zirkus. Danke. In dieser Zeit wurde John Woolard in die Nebenzelle verlegt.
Ich kannte John durch einen gemeinsamen Freund. Ich mochte ihn. Hey, John, hörst du mich? Er hatte gerade versucht auszubrechen und es fast geschafft. Ja, ich höre dich. Wie weit bist du gekommen? Immerhin nach draußen. Das beeindruckte mich. Ich bin eher Einzelgänger, denn zwei Männer bedeuten doppeltes Risiko. Hör mal, ich brich hier aus. Aber als John mir sagte, dass er erneut eine Flucht plante. Im Ernst? Ich habe alles, was ich dazu brauche. War das ein Schlag in die Magengrube? Denn wenn er vor mir abhaut, würden sie hier alles gründlich filzen. Genau das habe ich auch vor. Mir blieb keine Wahl. Ich musste ihn einweihen. Wir müssen es zusammen durchziehen. Wir wollten eng zusammenarbeiten. Wir besprachen jedes Detail. Zuerst sägen wir das Zellenfenster auf und quetschen uns in der Nacht raus. Wir müssen diesen schmalen Schattenstreifen an der Seite von Zellentrakt C ausnutzen. Dann müssen wir die 45 Meter über das beleuchtete Gelände zurücklegen und dabei das Sichtfeld der Wachtürme und der Kameras meiden. Wir müssen beten, dass die diensthabenden Wächter in dieser Nacht nicht aufpassen. Wir durchsägen den ersten Zaun und dann den zweiten. Die letzte Hürde war dann die mobile Streife außen am Zaun. Dann sind wir frei. Der Plan grenzte an Wahnsinn. Aber wir waren wild entschlossen, es zu versuchen. Nach der Planungsphase begannen wir mit der Arbeit. Wir warteten auf die Duschzeit und fingen dann an. Ich konnte nicht sehen, was John in der Zelle nebenan machte. Ich konnte nur hoffen, dass er genauso vorsichtig sein würde wie ich. Mein Herz pochte. Jede Sekunde wartete ich darauf, dass ein Einsatzkommando meine Zelle stürmen würde. Ich sägte ein Stück des Rahmens um die Sichtblende aus, um zu sehen, ob man die Stahlstange herausnehmen könne. Schlechte Aussichten. Das Ende war mit einem Rahmen verschweißt, der ebenfalls aus gehärtetem Stahl bestand. Ich hatte eine andere Idee. Die Steuerung der Sichtblende war in einem Metallkasten unter dem Fenster. Ich konnte den Deckel abtrennen, das mit zwei Schrauben befestigte Abdeckblech entfernen und mich unter der Stahlstange durchquetschen. John! Ja? Wir müssen unter den Stangen sägen. Das erforderte tagelange harte Arbeit. John und ich mussten jeden Schritt abstimmen. Ich begann zu sägen und war völlig in der Arbeit versunken. Plötzlich hörte ich: Harper, nimm das Laken runter. Mein Herz stand still. Ich hatte das Sägeblatt in der Hand. Das Zellenfenstergitter war entfernt. Und jetzt würden sie meine Zelle durchsuchen. Harper, runter damit, sofort. Ein Albtraum wurde wahr. Sorry. Entschuldigung. Draußen stand ein Oberaufseher. Ich dachte, sie sollten mich angucken und nicht das Fenster. Deshalb sagte ich: Sorry. Entschuldigung, hab sie nicht gehört.
Ich dachte, jeden Moment würde der Aufseher sagen... Was ist mit dem Fenster? Aber er sagte nichts. Er drehte sich nur um und ging weg. Ich musste mich erst mal hinsetzen und sammeln. Als am nächsten Tag die Duschzeit begann, waren John und ich wieder bei der Arbeit. Endlich war ich soweit, den Deckel vom Steuerungskasten abheben zu können. Ich dachte, wenn ich soweit bin, kann ich bald abhauen. Doch im Inneren erwartete mich eine böse Überraschung. Eine weitere Stange aus Hartstahl. Es war wie ein Tritt in den Magen. Unser Plan ging nicht auf. Doch dann dachte ich nach. Unter der überraschend aufgetauchten Stange sah ich eine andere, dick und rund und ganz sicher aus weicherem Eisen. Darunter war die Sichtblendensteuerung. All dies konnte durchgesägt und entfernt werden. Die Lücke wäre groß genug, sich hindurchzuquetschen, wenn man die Bleche des Steuerungskastens entfernte. Das Innere des Steuerungskastens war schneller draußen als erwartet. Nach kurzer Zeit waren nur noch wenige Schnitte am inneren Abdeckblech nötig. Nebenan war John genauso weit. Wir mussten jetzt nur noch alles wieder ordentlich anbringen und den günstigsten Fluchtzeitpunkt festlegen. Ich schmierte die Sägespuren mit einer Masse aus Milchpulver und Zahnpasta zu. Eine perfekte Tarnung. Zwei Wochen nach Beginn unserer Arbeit sollte es losgehen. Wir warteten, bis der Zählappell um Mitternacht vorbei war. Dann war es soweit. Alles musste gleichzeitig geschehen. Damit nicht einer den anderen ins Verderben riss. Ich rief John zu. Phase 1! Mein Herz raste. Alle Sinne waren angespannt. Nach 10 Minuten waren die Abdeckplatten entfernt. Ich ließ sie nach draußen hinunter. Dann befestigte ich 2 Bänder am Sichtschutzlaken, das damit entfernt werden musste. Phase 2. Ich zog rote Hosen an, die wir aus dem Todeszellentrakt eingeschmuggelt hatten. Die weißen Streifen der Anstaltskleidung hätten im Flutlicht zu sehr reflektiert. Aus alten Zeitungen und Klamotten baute ich eine Attrappe. Die sah verdammt echt aus. Phase 3. Ich hatte einen Sack mit notwendigen Sachen. Den warf ich aus dem Fenster. Dasselbe machte ich mit den am Laken befestigten Bändern. Ein Handtuch sollte das Fluchtloch verdecken. Alles war fertig. Ich war nervös. Aber nun gab es kein Zurück mehr. Ich quetschte mich raus. Es war eng. Aber es ging. Wir zogen die Laken herunter.
würden sie zu lange hängen, wären die Wärter misstrauisch geworden. Es war kaum zu glauben. Wir waren raus aus unseren Zellen. Wir schwärzten unsere Gesichter mit einer Creme aus Papierasche und Haargel. Neben dem Gebäude war ein schmaler Schattenstreifen. Zuerst schlichen wir dort entlang. Wir bewegten uns sehr langsam. Denn ich wusste, dass schnelle Bewegungen eher Aufmerksamkeit erregen. Die meisten Beamten sind mit halbautomatischen Gewehren ausgerüstet. Sie dürfen auf flüchtende Häftlinge schießen und wenn die Sicherheit gefährdet ist. Bereit. Jetzt oder nie. Wir mussten den völlig offenen Gefängnishof überqueren. Meine innere Stimme sagte, steh auf, renne, suche Deckung. Aber wir krochen Meter für Meter voran. Es war gut gegangen. Wir erreichten unversehrt den ersten Zaun. Fertig. Ich begann zu sägen. Es schien ewig zu dauern. Nachdem wir durchgekrochen waren, befanden wir uns in der Todeszone zwischen den beiden Zäunen. Wenn sie uns entdeckten, würde es Kugeln hageln. Der zweite Zaun. Wir waren fast draußen. Plötzlich sahen wir die mobile Zaunstreife. Ich dachte, jetzt haben sie uns. Wieso sie uns nicht sahen, wird mir immer ein Rätsel sein. Ich sagte zu mir, geschafft. Hoffentlich guckt der Wärter auf dem Turm jetzt nicht runter. Wir krochen aus dem Bereich der Scheinwerfer. Ich zitterte noch von dem Adrenalinschub. Dann wurde mir bewusst, wir haben es geschafft, komm. Wir waren aus Mississippis einzigem Hochsicherheitsgefängnis entkommen. Ich saß im Büro, als die Essentabletts zurückgebracht wurden. Ich fragte, wer hat da nichts gegessen? Roy Harper, Boss. Bei dem Namen wurde ich sofort hellhörig. Wenn Roy Harper nichts aß, war er vielleicht im Hungerstreik. Ich ging also hin, um mal nach dem Rechten zu sehen. Beim Blick in seine Zelle konnte ich etwas erkennen, was wie ein Körper aussah. Harper, aufstehen! Raus aus dem Bett! Als ich an die Gitter schlug und daraufhin keine Reaktion kam, dämmerte es mir. Da stimmt was nicht. Ich brauche ein Einsatzkommando, Abteilung 32C, Zelle 73. Wir stellten ein Kommando zusammen und gingen in die Zelle.
Da fanden wir die Attrappe. Ich war viele Jahre im Job, aber ich habe nie geglaubt, dass mir so etwas passiert. Jackson an Zentrale, Zelleneinschluss, Zelleneinschluss. Woolard, aufstehen! Aufstehen sofort! Wir stellten das Gebäude auf den Kopf und entdeckten, dass auch Woolard weg war. Jackson an Zentrale, noch ein Häftling flüchtig. Zelle 72, Woolard. Wenn einer abhaut, fühlt man sich verraten und verkauft. Man überlegt sich, ob man nach diesem Tag noch seinen Job haben wird, was man als nächstes im Leben macht und wie es der Familie von jetzt an ergehen wird. Wir müssen weiter. Komm. Es war viel später, als wir dachten. Wenn der zweite Teil unseres Planes nicht klappte, waren wir so gut wie geliefert. Ich wusste, dass es wichtig ist, in den ersten 24 Stunden nicht erwischt zu werden. In dieser Zeit waren zahlreiche Suchkommandos rund ums Gefängnis unterwegs. Unser Plan war, in einem sicheren Versteck abzuwarten, bis die Lage sich beruhigt hatte. Von der Brücke über den Bach an liefen wir im Wasser weiter. Die Suchhunde würden unsere Fährte jetzt verlieren. Nach gut 600 Metern krochen wir in das dichteste Unterholz, das wir finden konnten. Wenn wir bis zum Abend durchhielten, war das Risiko gering, bald wieder im Knast zu landen. Zwei Häftlinge sind aus dem Gefängnis geflüchtet. Vorsicht bei der Annäherung. Ich war Sheriff von Tallahatchie County, Mississippi. Freunde nennen mich Boss Hogue. Ihr habt sie umzingelt? Gut gemacht. Die Justizbehörde von Parchman rief an, dass es einen Gefängnisausbruch gab. Meine Leute und ich errichteten sofort rund um das Gefängnis eine Absperrung. Fangt sie möglichst lebendig. Anfangs dachten wir, wir hätten sie bald. Mücken und die Hitze quälten uns mächtig. Es war schon Nachmittag, als wir die ersten Suchtrupps hörten. This way, guys. Spread out. Spread out. Als sie näher kamen, mussten wir uns zwingen, liegen zu bleiben und nicht wegzulaufen. Wir wagten nicht, uns zu rühren. Nicht mal einen Finger. Unglaublich. Wir durchsuchten alle möglichen Verstecke, aber sie tricksten uns aus. Um schnell wegzukommen, brauchten wir ein Auto. Wir kamen zum Haus eines älteren Ehepaares.
Es war Sonntagmorgen und sie machten sich mit dem Auto auf den Weg zur Kirche. In Sekundenschnelle öffneten wir die Tür. Es war wie Weihnachten. Die Küche voller Lebensmittel. Und dann auch noch Waffen. Roy, das sieht gut aus. Pistolen, eine Jagdflinte und ein Gewehr. Das Zeug können wir gut gebrauchen. Ich schätze, wir gehen nicht wieder zurück. Nach Tagen in insektenverseuchten Wäldern war die Dusche ein Himmelsgeschenk. John machte uns Essen. Dann warteten wir. Wir brauchten das Auto. In Deckung. Ich gehe nach hinten. Als sie heimkamen, versteckte ich mich bei der Küchentür. Der alte Mann kam als erster rein. Keine Bewegung! Keine Bewegung! Wir bekamen einen Anruf. Ein Bote, der einem älteren Ehepaar außerhalb von Webb ein Paket bringen sollte, hörte drinnen stöhnen und ächzen. Sie waren gefesselt. Wie lange sitzen Sie hier? Sie waren ausgetrocknet. In Ihrem Alter war das ziemlich schlimm für Sie. Erzählen Sie, was passiert ist, ganz langsam. Also, Sie haben unser Auto und alle Waffen meines Mannes mitgenommen. Alle Waffen? Ja. Ich hatte Sorge, dass sie jemanden berauben oder sich gegen die Polizei wehren. Es durfte keine Toten geben. Agent Nielsen. Das FBI wird dann eingeschaltet, wenn ein Flüchtiger einen Bundesstaat verlassen hat. Hey, guys. Hör zu, Jungs, der Tag wird interessant. Zwei Ausbrecher, Woolard und Harper. Ein Mörder und ein gefährlicher Räuber. In dem Moment spürte ich die Verantwortung. Zwei sehr gefährliche Leute auf der Flucht. Ich möchte alle Einzelheiten über die Burschen erfahren. Über ihre Freunde, ihre Verwandten, ihre früheren Freundinnen. Wir hofften auf eine heiße Spur, einen Menschen, der sie gesehen hatte. Ich möchte, dass diese Menschen sofort befragt werden. An die Arbeit. Wir warteten darauf, dass sie einen Fehler machten. Wir klauten noch andere Autos und fuhren nach Norden. Uns war egal wohin. An einen Ort, wo wir untertauchen konnten.
Die Vorstellung, in die Abteilung 32 zurück zu müssen, war für uns ein Albtraum. John, ich gehe nie zurück in Abteilung 32. Ich auch nicht, Bruder. Vorher müssen sie mich erschießen. John fuhr zu schnell. Und kurz nach Mitternacht fing alles an, schief zu laufen. Roy, da sind Cops hinter uns. Meinen die uns? Sie kommen näher und meinen uns. Fahr rechts ran. John fuhr rechts ran. Ich gab ihm die Flinte. Was gibt's, Officer? Hau ab, er schießt auf uns! Der Schuss musste seinen Kopf verfehlt haben. Der Van war ziemlich langsam. Bald war der Kopf wieder direkt hinter uns. Wir kamen von der Straße ab. Wir schleuderten und rutschten. Das Auto saß fest. Komm, wir müssen hier raus. Ich brauche sofort Verstärkung. Verdammt, versuch's weiter. Plötzlich kam der Wagen frei und fuhr auf den Polizisten zu. Er fuhr zurück. Jetzt jagten wir ihn, allerdings rückwärts. Auf der 231 Richtung Westen. Das war so gefährlich, wie es nur sein konnte. Man ist erregt, wütend und voller Adrenalin. Ein Polizist aus Indiana konnte ein Nagelbrett auslegen. Dadurch kamen sie von der Fahrbahn ab. Funken sprühten, als sie versuchten, den Wagen unter Kontrolle zu halten. Es endete auf einem Parkplatz. Erstaunlicherweise lief mein Denkprozess trotz der Hektik langsam ab. Er kam mit einer doppelläufigen Flinte hinter der Motorhaube hoch. Verdammt nochmal. Ich hatte schon öfter mit meiner Waffe geschossen, recht gut sogar, aber auf Pappkameraden. Ganz anders ist es, wenn Leute zurückschießen. Da gilt nur noch, er oder ich. Wir verfolgten sie nicht, weil die Trucks ihnen Deckung boten und wir dazwischen in einen Hinterhalt geraten konnten. In meiner ganzen Dienstzeit habe ich nichts Vergleichbares erlebt. Verbinde mich mit Indiana. Ich war nicht glücklich über die Schießerei, aber wir wussten nun wenigstens, dass Woolard und Harper in Indiana waren. Bitte die Mobilisierung in Indiana bestätigen. Wir sperrten Straßen, setzten Hundestaffeln und Hubschrauber ein und warnten die örtliche Bevölkerung.
Bei Neuigkeiten sofort Bericht erstatten. Die Schlinge zog sich immer fester zu. Wir würden sie kriegen. An alle Einheiten, die Flüchtigen wurden an den Gleisen Richtung Norden gesichtet. Meine Schicht hatte gerade begonnen. Bin in 2 Minuten da. Beim Hinfahren sah ich 2 Männer genau auf mich zukommen. Ich fragte mich, ob es wohl die beiden sind. Ich hatte Angst. Was machen wir? Nicht wegrennen. Komm etwas näher ran. Du lenkst ihn ab, ich erledige ihn. Wir wussten, dass sie gefährlich waren und nicht zögern würden, uns umzubringen. Sie waren vielleicht 30 Meter entfernt. Da bemerkte ich, dass sie keine Schuhe trugen, sondern Lappen um die Füße gewickelt hatten. Da wusste ich, dass es die beiden waren, die wir suchten. Ein Energieschub fuhr mir in die Glieder. Ich zog meine Pistole und sagte, alles aus den Händen fallen lassen. Mein Herz raste. Hände hoch! Und dann befahl ich, Hände auf die Motorhaube. Sofort! Ich wollte sie gerade auffordern, sich hinzulegen, als Wooler zu Harper sagte, ich hau ab. Harper nahm seine rechte Hand hoch und griff zu seinem Hosenbund. Wenn Sie die Hand hochnehmen, betrachte ich das als Angriff. Ich würde schießen. Ich fragte, haben Sie mich verstanden? Und er sagte, ja, Sir. Hände hinter den Kopf legen und die Finger verschränken. Als die Verstärkung da war, legten wir Harper Handschellen an. Wir durchsuchten ihn und fanden in seinem Hosenbund eine 9-schüssige 22er Pistole. Erst da begriff ich so richtig, dass das der letzte Tag meines Lebens hätte sein können. Roy Harper verhaftet zu haben, war einer der Höhepunkte meiner Karriere. Für mich war es vorbei. Das war ein verheerendes Gefühl. Ich wusste, dass ich zurück in die Abteilung 32 kam. Ich war mir nicht sicher, ob ich das überstehen würde. Ich gebe auf. Gut, ich sage meinem Team Bescheid. Ich war erleichtert, dass kein Polizist bei der Verhaftung von Woolard und Harper verletzt worden war. Gute Nachrichten, wir haben sie. Fantastische Arbeit. Woolard und Harper kamen wieder in die Abteilung 32. Genau das hatten sie auch verdient. Als Abteilung 32 geschlossen wurde, kam ich in ein anderes Gefängnis in Mississippi. Während John und ich auf der Flucht gewesen waren, hatten wir ein paar Fotos gemacht. Ich habe sie nie zu sehen bekommen.
Ich heiße Randall Reed. Ich habe 9 gebrochene Knochen, aber ich bin nicht in einem Unfallkrankenhaus, sondern im Krankenrevier des Indian River County Jail in Florida. Ich bin hier gelandet, weil ich Streit mit meinem Boss hatte. Fass mich nicht an! Wir haben uns geschlagen und ich habe ihn erschossen. Auf der Flucht vor der Polizei bin ich mit dem Auto verunglückt. Sie haben mich festgenommen. Nun sitze ich in Untersuchungshaft und warte auf den Mordprozess. Nach 3 Monaten im Krankenrevier hatten mich die Ärzte für gesund genug für den Hochsicherheitstrakt erklärt. Ich wurde mit Vergewaltigern, Mördern und Gewaltverbrechern zusammengesperrt. An einem Menschen interessieren mich immer die Augen. In ihnen erkenne ich, ob er anständig ist. Da war gar nichts bei Rondell. Er ist es einfach nicht. Dass ich hier blieb, kam für mich nicht in Frage. Ich war schon 5-mal ausgebrochen und würde es wieder tun. Sie sind hier jeden Tag 23 Stunden lang eingeschlossen und kommen nur zum Hofgang oder für einen Gerichts- oder Arzttermin aus der Zelle raus. Ich suchte nach Lücken im Sicherheitssystem. Wir waren unter dauernder Beobachtung. Die Wärter überwachten uns durch Einwegspiegel, überall waren Kameras und stündlich gab es Zählappelle. Das Wichtigste sind die Zählappelle in jedem Trakt. Da wird in jeder Abteilung gründlich überprüft, ob alle Häftlinge da sind. Auch außerhalb des Hofes erfassten Kameras das ganze Gelände. Und überall waren Wachposten. Während des Hofgangs waren Wärter auf den Wachtürmen. Sie waren mit Gewehren und Pistolen bewaffnet. Trotz der strengen Bewachung war ich entschlossen, auszubrechen. Ich fragte Mithäftlinge, ob sie Schwachstellen kannten. Dabei erfuhr ich, dass einer schon seine Flucht plante. Er hieß Levi Taylor. Levi war des Mordes angeklagt und wartete auf seinen Prozess. Auch er wollte den Rest seines Lebens nicht hinter Gittern verbringen. Er galt als gefährlich, denn sein Strafregister wies ihn als gewalttätig aus. Ihn erwartete eine lange Strafe. Ich wartete auf den richtigen Moment. Ich habe von dir gehört. Was hast du gehört? Ich sagte Levi, dass ich abhauen wollte und Erfahrung im Ausbrechen hatte. Ich bin schon öfter ausgebrochen. Er dachte kurz nach und meinte, ich könnte ihm helfen. Bis später. Wir wollten gemeinsam ausbrechen. Ich zog in Levis Zelle. Die Wärter schöpften keinen Verdacht. Wir konnten einziehen, wo wir wollten, solange die Zahlen beim Zählappell stimmten. Als uns keiner hören konnte, besprachen wir den Plan. Erstaunlicherweise lag ein Fluchtweg direkt vor unserer Nase. In unserer Zelle war ein Lüftungsschacht. Hinter dem Lüftungsschacht war ein Vorratsraum, dessen Tür zum Hof führte. Wenn wir durch den Lüftungsschacht und die Tür nach draußen kämen, könnten wir zum Zaun laufen und drüber klettern. Aber es gab ein Problem. Was ist mit den Stangen? Der Schacht war mit Stahlgittern gesichert. Wollten wir in den Vorratsraum gelangen, mussten wir die durchsägen. Levi hatte das schon bedacht. Vor einiger Zeit hatte ein Mithäftling ein Eisensägeblatt eingeschmuggelt und es in einem Buch in der Bibliothek versteckt.
Levi hatte es an sich genommen. Damit wollten wir die Eisenstangen durchsägen. In der Nacht warteten wir den letzten Zählappell ab, um dann mit der Arbeit zu beginnen. Wir hatten genau eine Stunde Zeit, bevor die Wärter wiederkamen. Die Zählappelle liefen immer gleich ab. Sie sollten sicherstellen, dass alle Häftlinge noch da waren. Die aber kannten das Schema und wussten, wann wir kamen. Okay, jetzt fangen wir an. Um sägen zu können, mussten wir zuerst das Gitter abnehmen. Und dazu mussten wir die Schrauben rausdrehen. Endlich konnten wir beginnen. Doch als ich anfing, stieß ich auf ein großes Problem. Die Stangen waren aus gehärtetem Stahl. Ich konnte versuchen, so viel ich wollte, das Sägeblatt richtete nichts aus. Warum zersägst du nicht die Halterung? Statt der Stangen zersägte ich nun die Halterungen, in denen die Stangen steckten. Es klappt! Die Halterungen bestanden aus weicherem Metall, durch das die Säge hindurchging. Endlich kamen wir voran. Ich sägte so lange, bis es zu still im Gefängnis wurde und man mich hören konnte. Okay, das reicht. Morgen machen wir weiter. Schluss für heute. Ich brachte das Gitter wieder an. Obwohl alles gut lief, hatte ich immer Angst, dass die Wärter unsere Arbeit am Lüftungsschacht entdecken. Würden sie die Zelle filzen, war es mit der Flucht vorbei. Zum Glück bemerkten sie nichts. Jede Nacht dasselbe. Wir warteten den letzten Appell ab und sägten dann an den Halterungen. In mancher Nacht war es so still, dass wir nur wenige Minuten sägen konnten. In anderen Nächten war es lauter und wir konnten länger arbeiten. Schließlich hatten wir in harter Arbeit die Halterungen durchgesägt und konnten die Stangen herausnehmen. Wir wussten nun, dass wir in den Vorratsraum kamen. Jetzt mussten wir überlegen, wie wir draußen vorgehen sollten. Okay. Levi, hier ist mein Plan. Um zum Zaun zu gelangen, mussten wir über den ganzen Hof laufen. Wir wussten, dass die Wachtürme nachts nicht besetzt waren, aber die Kameras liefen rund um die Uhr. Das Risiko, entdeckt zu werden, mussten wir eingehen. Ein größeres Problem waren die Zäune. Wir konnten sie nicht durchschneiden, mussten also irgendwie den scharfen Bandstacheldraht überwinden. Wenn wir heil draußen angekommen waren, mussten wir den Cops entkommen. Levi dachte sofort an ein Fluchtauto. Und er wusste, wen er dazu bringen konnte, es zu fahren. Seine Freundin Sadie Welker. Risikohäftlinge dürfen 2 Stunden pro Woche Besuch empfangen. Wie geht's, Baby? Gut, und dir? Besucher und Gefangene kommunizieren über Video. So müssen die Häftlinge den Gebäudetrakt nicht verlassen. Ich mag dein Tattoo. Lass mal sehen. Levi, wer ist denn der Glückliche? Du natürlich. Sadie einen Zettel zu geben, war unmöglich. Doch als der Wärter nicht hinsah, konnte Levi ihr signalisieren, dass wir abhauen würden und wo wir uns treffen sollten.
Ich muss gehen, Baby. Ich liebe dich. In den nächsten Wochen bereiteten wir die Flucht vor. Wir sammelten Müllbeutel und alte Zeitungen, um daraus Attrappen zu machen. Sie sollten die Wärter täuschen und uns einen Zeitvorsprung verschaffen. Dann färbten wir unsere Unterhosen mit Tinte, damit sie wie Turnhosen aussahen. Wir wollten, so wie wir draußen waren, unsere orangenen Overalls wegwerfen und als Jogger erscheinen. Schließlich durchsägten wir die letzten Halterungen und nahmen die Stangen heraus. Ich konnte kaum schlafen. Morgen würden wir ausbrechen. Am nächsten Abend Einschluss, Zählappell, Licht aus. Kaum waren die Wärter gegangen, setzten wir unseren Plan in die Tat um. Durch den Lüftungsschacht in den Vorratsraum zu kommen und abzuhauen. Wichtig war das Timing. Wir wussten, dass wir nur eine Stunde Zeit hatten, bevor die Wärter wiederkamen. Ich steckte meinen Kopf durch das Loch und wollte reinsteigen. Doch kaum war ich halb drin, merkte ich, dass wir ein Riesenproblem hatten. Was ist los, Mann? Ich steckte fest. Ich bin zu dick. Ich komme nicht weiter. Hol mich raus. Ich stecke fest. Ich kriege keine Luft. Ich steckte im Lüftungsschacht fest. Ich versuchte nicht panisch zu werden, obwohl die Wärter bald zurückkommen mussten. Levi zog mich raus. Ich war erleichtert, draußen zu sein, doch am Boden zerstört, dass ich nicht durchpasste. Aber wir wollten nicht aufgeben. Wir mussten sehen, was am Ende des Lüftungsschachtes war. Deshalb kletterte Levi rein. Er war 20 Kilo leichter und passte besser durch. Los, los, los! Levi, was machst du? Die Tür war nicht zu öffnen. Das war wie ein Schlag in die Magengrube. Okay, komm wieder raus. Wir mussten irgendwie aus dem Vorratsraum rauskommen. Es war der einzige Fluchtweg. Die Tür ist unsere einzige Chance. Ich überlegte, wenn ich mich mit Pomade einschmierte, könnte ich mich durch den Schacht quetschen. Aber da war noch die verschlossene Tür. Wir könnten den Knauf mit einer der Stahlstangen abschlagen, aber das wäre viel zu laut. Dann hatte ich eine Idee. Die Häftlinge sahen oft gemeinsam Football im Fernsehen. Vielleicht konnten wir den Lärm bei der Übertragung zur Tarnung nutzen.
Es war riskant, weil die anderen so nahe waren, aber wir nahmen die Stangen raus. Dann kletterte Levi rein. Ich gab ihm eine Stange zum Abschlagen des Türknaufs. Der Krach, den Levi dabei machte, war unglaublich. Aber wir mussten weitermachen. Endlich gab das Türschloss nach. Wenn ich jetzt durch den Schacht hindurchkam, war die Freiheit nahe. Wir waren fluchtbereit. Sobald die Wärter weg waren, fingen wir an. Wir hatten nur eine Stunde bis zu ihrer Rückkehr. Wir bauten die Attrappen und hofften, dass die Wärter darauf reinfallen würden. Ich nahm das Lüftungsgitter ab. Dann zogen wir die Stangen heraus. Ich schmierte meinen Körper mit Pomade ein und hoffte, dass es half. Der Trick mit der Pomade war perfekt. Unter unsere Overalls stopften wir Deckel, die uns vorm Stacheldraht schützen sollten. Dann rannten wir zu den Zäunen. Wir wussten, dass man uns entdecken konnte, aber dieses Risiko mussten wir eingehen. Ich gehe zuerst. Wir erreichten den ersten Zaun und kletterten rauf. Dann warfen wir eine Decke über den Stacheldraht. Der Stacheldraht war mörderisch, aber wir mussten rüber. Oben auf dem Zaun war ich völlig ungeschützt. Es gab kein Zurück mehr. Sobald ich drüber war, kam Levi nach.
Auf der anderen Seite angekommen, sahen wir hoch. Du hast sie oben gelassen. Die Decke hing fest. Ohne sie würde uns der Stacheldraht auf dem zweiten Zaun übel zurichten. Deshalb begannen wir zu graben. Komm mal, los! Geh ran! Geh ran, geh ran! Der Boden war weich und in wenigen Minuten war das Loch groß genug, um durchzuschlüpfen. Hinter dem zweiten Zaun waren wir endlich in Freiheit. Bei der ersten Gelegenheit zogen wir unsere Gefängnis-Overalls aus und unsere gefärbten Boxershorts an. Dann liefen wir nach Norden, wo hoffentlich Sadie auf uns wartete. Ich erhielt einen Anruf, dass Rondell Reed und Leviticus Taylor aus dem Gefängnis ausgebrochen waren. Ich fragte mich, wie sind sie rausgekommen? Wohin sind sie geflüchtet? Wer ist ihr Helfer? Wir warnten alle umliegenden Polizeistationen, dass zwei sehr gefährliche Häftlinge ausgebrochen sind. Ich wollte sie so schnell wie möglich wieder hinter Schloss und Riegel sehen. Nach ein paar Straßen war ich erschöpft. Mein Knie brachte mich um. Seit dem Autounfall war ich nicht mehr gelaufen. Ich brauchte eine Pause. Als ich eine Bank sah, blieb ich stehen, um zu verschnaufen. Eine Sekunde Pause, okay? Ich muss mich erholen. Nur eine Sekunde. Hey! Levi! Levi! Von Levi im Stich gelassen, wurde meine Flucht viel schwieriger. Levi! Levi! Levi war weg. Ohne das Fluchtauto seiner Freundin hatte ich nur eine Wahl: zu Fuß weitergehen. Ich stolperte auf die Bahngleise und folgte ihnen nach Norden. Mein Knie schmerzte höllisch und ich konnte den Fuß nicht richtig heben. Aber ich musste weiter. Ich wusste, dass die Polizei des ganzen Bezirks mich schon suchte. Wir müssen alle warnen. Sie konnten überall in Florida sein, denn wir wussten nicht, in welche Richtung sie gegangen waren. Was gibt's Neues? Ich glaube, sie sind nordwärts geflüchtet. Die Erfahrung zeigt, dass Leute vor ihrer Flucht Kontakt mit jemandem draußen aufnehmen, damit sie dann nicht auf sich allein gestellt sind.
Ich sah mir Levi Taylors Besucherliste an, auf der öfter der Name Sadie Walker stand. Ich wollte jeder möglichen Spur nachgehen. Dann rief mich die Polizei von Stewart an. Sie waren Sadie Walker begegnet. Sie hatten sie wegen eines kaputten Rücklichts angehalten. Der Beamte berichtete von einem Tattoo an ihrem linken Auge. Dort stand Levi. Bei ihr war ein unbekannter Beifahrer im Auto. Es war möglich, dass es sich dabei um Leviticus Taylor handelte. Jetzt nahmen die Dinge ihren Lauf. Aufgrund all dieser Informationen wollte ich sie finden, herbringen und verhören. Bei Tagesanbruch stieß ich auf ein leerstehendes Haus. Es war das perfekte Versteck. Ich war erschöpft. Mir war klar, dass die Verfolger näher kamen. Ich hatte keine Ahnung, ob sie Levi schon gefasst hatten. Ein Beamter brachte Sadie ins Polizeirevier. Beim Verhör wählte ich die sanfte Gangart. Ich wollte vermeiden, auf ihre Hilfe bei der Suche nach Levi verzichten zu müssen. Es war noch jemand im Auto. Wer war das? Weiß nicht. Sie schien kein bisschen nervös zu sein. Sie lachte und grinste. Als ich sie fragte, war es ein Mann oder eine Frau, wollte sie es nicht sagen. Das wissen Sie nicht? Nein. Es gab keinen Grund, sie festzunehmen. Ich war unzufrieden, als sie ging, weil ich überzeugt war, dass sie wusste, wo er war. In meinem Versteck hatte ich schreckliche Albträume. Bilder aus dem Gefängnis. Von der Flucht. Und vom Mord an meinem früheren Chef. Ich wusste, ich musste das Haus verlassen und weiter. Während der Ermittlungen entdeckte ich ein Posting auf Sadie Walkers Facebook-Seite. Da stand Freiheit für Levi. Das fand ich verdächtig. Beim Verhör hatte sie mir gesagt, dass sie nichts von seinem Ausbruch wüsste. Ich sah das Posting als Ausdruck ihrer Freude über seine Freiheit an. Wir entschieden, sie noch einmal zu einem Verhör abzuholen. Als ich in die Straße einbog, hatte sie eine Reisetasche bei sich und ging zu ihrem Auto. Im zweiten Verhör wollte ich ein Geständnis von ihr. Mein Hauptanliegen war, Leviticus Taylor zu finden. Sadie sollte sagen, wo er ist.
Was wollte sie mit der Reisetasche? Wohin wollte sie? Ich setzte sie mehr unter Druck. Wohin wollten sie? Weg von hier. Ich wurde nachdrücklicher, merkte aber bald, dass ich etwas zu viel Druck ausübte. Sie sagen nicht alles, was sie wissen. Sie begann, ein bisschen auszupacken. Er war hinten im Auto. Als sie angehalten wurden? Sie sagte, dass Taylor im Auto war, als der Polizist mit ihr sprach. Sie war wegen eines kaputten Rücklichts angehalten worden. Der Polizist hatte sie mit einer Verwarnung davonkommen lassen. Die beiden wussten nicht, was sie tun sollten. Wo sollte er sich verstecken? Sie wurden etwas panisch und beschlossen, erstmal zum Walmart zu fahren. Er sollte hinter dem Gebäude warten, bis sie zurückkamen. Dann wollten sie einen endgültigen Plan machen. Ich fuhr zum Walmart und ließ ihn an der Rückseite raus. Walmart. Das war der Durchbruch. Jetzt wussten wir, dass er noch in der Gegend war. Wir rasten zum Walmart. Da kam eine Funknachricht. Hey Bill, ich glaube, wir haben ihn. Das war Detective Doherty, der angab, Levi gefasst zu haben. Und tatsächlich, am Straßenrand stand unser Gesuchter. Wie heißen Sie? Ihr habt mich. Ich bin Levi Taylor. Ich war begeistert. Ein tolles Gefühl. Meine Erleichterung war das schönste Gefühl, das ich seit langer Zeit hatte. Er wurde aufs Polizeirevier gebracht, wo ich ihn im Verhörraum zur Flucht und dem möglichen Aufenthaltsort von Rondell Reed befragte. Ich hatte den Eindruck, dass der gefährlichere Flüchtling noch frei war. Es gibt einen Häftlingskodex. Wir verraten keinen. Wir sagen niemandem was über irgendwelche Pläne. Daran hielt er sich. Wo ist Rondell Reed? Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen? Er sagte, bringt mich zurück in meine Zelle. Ich sage nichts. Kein Wort. Ich verpfeife keinen. Ihr müsst ihn schon selbst finden. Es war schon Nachmittag, als ich aufwachte. Ich verfluchte mich, dass ich noch so nahe am Gefängnis war. Jeder Muskel meines Körpers schmerzte, aber ich musste irgendwie weiter. Wir kannten die Fluchtrichtung von Reed immer noch nicht. Wir hatten keine Hinweise. Er war wie vom Erdboden verschluckt. Er hält dicht. Ich versuche es mal auf eine andere Art. Ich fragte ihn, ob er Hunger hätte und etwas essen wollte. Wir wissen, dass gutes Essen aussagewilliger macht. Während er aß, fragte ich ihn weiter nach Rondells möglichem Fluchtziel. Ich war sicher, dass er etwas wusste. Ich machte ihm klar, dass es äußerst wichtig war, den Burschen zu fassen. Ich bat ihn, mir ihren Fluchtweg zu zeigen. Wie wäre es? Wollen wir jetzt losfahren und nachsehen? Jetzt gleich.
Ja, sind Sie bereit? Nehmen Sie Ihr Essen ruhig mit. Überraschenderweise stimmte er zu. Wir fuhren den Fluchtweg entlang. Taylor sagte, dass Reed eine Pause auf einer Bank gemacht hat. Links sehen Sie gleich eine Bank. Da drüben steht sie. Er sagte, er glaubt, dass Rondell Reed noch in der Gegend ist. Bin mir ziemlich sicher. Das war ein entscheidender Moment. Wir konnten die Suche nach Rondell Reed wieder aufnehmen. Levi gab uns einen Hinweis, wo wir suchen sollten. Das war eine heiße Spur. Rondell war noch in der Gegend. Wir schickten unser Spezialeinsatzkommando hin. Es war eine Enttäuschung. Es kam nichts dabei heraus. Wir wussten gegenwärtig nur, wo er war, als Levi ihn verließ. Wir hatten keine Ahnung, wo er jetzt sein könnte. Er war einfach weg. Verschwunden. Ich musste aus dem Bezirk Indian River weg. Je länger ich hier war, desto größer war die Gefahr, geschnappt zu werden. Ich lief fast 20 Kilometer bis zum Städtchen Sebastian. Während ich vorsichtig durch die stillen Straßen schlich, entdeckte ich eine Autowerkstatt. Eines der Autos dort sollte mich aus Florida herausbringen. Das Glas verletzte meine Hände, aber das war mir egal. Das Auto war wichtiger. Nachdem ich darin auch noch $20 fand, fühlte ich mich als Millionär. Ich zog die alten Klamotten an und versuchte, die Zündung kurz zu schließen. Es klappte nicht. Ich lief weiter. Reed war professioneller Autodieb. Wollen Sie Ihren Namen nennen? Wir ließen uns jeden Autodiebstahl melden. Am nächsten Tag wurde die Polizei über zwei versuchte Autodiebstähle in einer Autowerkstatt informiert. Wir hatten eine Spur. Ich bat unsere Spurensicherung, zum Tatort zu kommen. Vor Ort entdeckten die Fahnder, dass sich Blut am Lenkrad befand. Irgendwelche Spuren? Ja, wir haben Blutspuren. Schnellstens ins Labor. Die DNS-Analyse ergab, dass es Rondell Reed war. Das war ein riesiger Erfolg. Wir wussten nun, dass er versuchte, in der Nähe Autos zu stehlen. Ich lief die Gleise entlang, bis ich wieder auf ein leerstehendes Haus stieß. Ich versteckte mich drinnen, um auf die Dunkelheit zu warten. Dann wollte ich aus dem Bezirk abhauen. Nebenan hielt ein Mann mit dem Auto und ließ den Zündschlüssel stecken. Endlich ließ ich Indian River hinter mir. Und die Polizei. Innerhalb einer Stunde wurden wir informiert, dass in der Nähe der versuchten Autodiebstähle ein Wagen gestohlen worden war. Eine gute Nachricht insofern, als es nur Rondell gewesen sein konnte. Genau das hatte ich von ihm erwartet.
In dem Moment glaubte ich, nahe dran zu sein. Mir war klar, dass es Rondell war. Die gute Nachricht, er war wieder aufgetaucht. Die schlechte, er war jetzt mobil. Ich nahm den Highway nach Norden. Ich wollte so schnell wie möglich weg aus Florida. Ich wollte ihn so schnell wie möglich fassen. Wir waren ihm wieder auf der Spur. Aber auf der Flucht konnte er vielen Menschen gefährlich werden. Verzweifelte Leute begehen Verzweiflungstaten. Ich fuhr stundenlang und bei Knoxville ging das Benzin zur Neige. Ich fuhr in die Stadt. Dort wollte ich entweder das Auto stehen lassen oder Bargeld zum Tanken rauben. Ich sah eine Chance. Eine Frau. Allein. Bargeld her. Sie wehrte sich und ich stach zu. Ich wollte sie nur verletzen. Die 150 erbeuteten Dollar waren wie ein Lottogewinn. Schon bald war ich wieder in Richtung Norden auf dem Highway unterwegs. Wir informierten alle Polizeidienststellen, dass er bewaffnet und gefährlich ist. Stunde um Stunde fuhr ich durch mehrere Bundesstaaten. In Ohio meinte ich, die Polizei endlich abgehängt zu haben. Dann sah ich Polizeilichter im Rückspiegel. Ich versuchte zu entkommen. Doch ich verfehlte eine Kurve und bevor ich mich versah, war es schon passiert. Nach dem Krankenhausaufenthalt kam ich zurück nach Florida, in Einzelhaft. Ich war sehr froh. Rondell Reed saß wieder im Gefängnis und konnte kein Unheil mehr anrichten. Ihn zu fassen war einer der schönsten Momente. Er hat's versucht, aber wir haben ihn gekriegt.